Hallöchen, ihr Lieben, zu einer neuen Folge von Momodora. So, nur zur Erklärung, wir sind jetzt hier oben, weil das irgendwie praktischer ist, um nachher dann diesen Weg da unten links zu machen, weil sonst wären wir immer bei dem unteren gelben Punkt respawned und da muss ich einen riesen Umweg durch die Hälfte der Katakomben laufen, nur damit wir es da oben links wieder probieren können. Deswegen bin ich erstmal kurz hierher, weil diese Treppe runterrutschen geht auf jeden Fall schneller als der riesige Umweg, den ich immer machen muss dann. Wir könnten natürlich jetzt, wo wir schon mal hier sind, die Chance nutzen und einmal schnell gucken, was hier rechts ist. Okay. Das ist ja erstmal nicht so schlimm. Die Hundis hatten wir ja schon ein paar Mal. Was geht denn jetzt? So. Was ist hier unten? Kommen wir da lang? Nee, nee. Irgendwas, irgendwie klappt das nicht, ne? Ich versuche mich da zwar zu rollen, aber... Wow, wir sind verflucht. Okay, da kann man die Sachen nicht einnehmen. Auf den ersten Blick nicht ganz so schlimm, aber ich weiß nicht, ob das so gut ist. Okay, hier haben wir wieder die... Hä? Aber wo ist die Hexe? Hä? Ich sehe sie nicht. Okay, egal. Oh, das ist krass. Oh, aber dann ist ja der Boden da kaputt. Wie kann ich behilflich sein? Feenträne. Ja, wenn schon, dann... Ja, nee, aber eigentlich will ich die gar nicht. Aber ich weiß nicht, wie wir dann zurückkommen. Ach so, genau so. Oh, das ist jetzt aber schwierig. Da unten war ja schon noch ein Weg gewesen. Jetzt bin ich überfordert. Was machen wir denn jetzt? Ich gucke jetzt erstmal hier, weil wir gerade hier sind. So, Ende. Aha. Ach, du wieder. Hinter uns ist aber auch noch einer. Ich hab's gesehen, ich hab's gesehen. Keine Sorge. Au, ja, super. Hat ja gut geklappt. So, die sind erledigt. Ich glaube, hier sind auch noch die einfach... Oh, hallo? Wenn das nicht ein unbekanntes Gesicht für dieses Kloster ist. Eine Religiöse aus Lun, ich merk schon. Du kannst mich Kutia nennen. Oh, du hast Paramol getroffen? So unschuldig. Ah, also sorgst du dich um deine Heimat? In der Tat, die Dunkelheit, die deine Leute heimsucht, kommt von hier. Unsere Königin wird von einer türkischen Gier heimgesucht. Sie ist die Verantwortliche für unzählige Opfer. Nicht nur hier, sondern auch in anderen Ländern. Sie hat so ein rotes Auge. Vielleicht solltest du dich auf zum Schloss machen. Erwarte nur keine Nettigkeit von denen, die dort leben. Den Weg dorthin wirst du selber finden müssen. Hier, das sollte etwas helfen. Klosterschlüssel erhalten. Sei vorsichtig, es ist gerade einmal ein Jahr her, seit all das begonnen hat. Dennoch ist der Großteil der Bevölkerung komplett dahingerafft worden. Dieses Gebiet wurde vom Adel als verboten erklärt. Es ist eine nette Abwechslung, auf einen Außenstehenden zu treffen. Vielleicht solltest du dich auf zum Schloss machen. Achso, das hatten wir schon. Okay, den Weg müssen wir selber finden. Also geht's hier auch gar nicht mehr weiter? Nee. Ah, okay, das ist sozusagen das Ende. Das ist ja total süß mit den Katzen, die hier rumlaufen. Finde ich cool. Ja, dann ist auch ganz gut, dass wir hier langgelaufen sind, denke ich. Konnten wir uns den Klosterschlüssel schnappen? Die Frage ist, wofür genau ist der jetzt? Wir gucken mal. Ah, das hier könnte... Nee. Hä? Wie, 3 Fragezeichen? Ja, vielleicht ist das hier der Weg, der dann da mit da... Wow, wow, wow! Mit da oben verbunden ist. Was ist denn hier los? Ey, hörst du wohl auf? Schnell was einnehmen, ey. Es wird brenzlig. Ah! Hilfe! Hilfe! Ich hau einfach ab! Oh, 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 hier ist Leben. Das ist ja super. Yay! HP wurden erhöht. Ah, okay, hier geht's nicht weiter. Ich hasse den. Der verflucht mich immer. Oh nein, wir müssen aber irgendwie schaffen, zurückzukehren. Au! Oh nein, bitte jetzt nicht sterben. Bitte jetzt nicht sterben. Okay. Okay. Ich komme da nicht... Ah, verdammt. Ich wusste ja, dass es explodieren würde, aber was sollte ich sonst machen? Wir haben nur noch... wir haben 0 Heilung. Das ist nicht gut. Aber hier unten ist ja auch schon...
der Speicherpunkt. Perfekt. So, dann hat das doch alles ganz gut gepasst. Dann gehen wir jetzt einfach... Okay, der hat immer noch nur die Feenträne. Wieder links lang. Und drehen, 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 drehen. Ui, 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 ui. Das ist so cool. Okay, hier ist diese komische Hexe, die man nicht sieht. Ah, die ist die da oben. Die Hexe von da oben. Verstehe. Und der kommt mit ihrer Kraft bis hierher durch. Das ist ja fies. Bam, bam. Haha, von hinten erwischt. Bup, bup, bup. Und erledigt. Haha. So. Ah, 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 ah. Nee, 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 nee. So, dann speichern wir jetzt hier drüben. Perfekt. Und dann versuchen wir jetzt das mit diesem komischen Garten. Obwohl, was ist das da oben? Vielleicht ist dafür der Klosterschlüssel, aber dann müssten wir eigentlich schon das unten erst erledigen. Hoffentlich schaffen wir es. Huch. Überlebe ich das denn? Ich weiß nicht. Ich traue mich nicht, mich so weit fallen zu lassen. Auf jeden Fall geht es, wie gesagt, viel schneller als dieser elendig lange Umweg. Jetzt müssen wir nur links lang. Okay. Das kriegen wir ja wohl hin. Boom. Bam, 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 bam. So. Oh, okay. Das ist ja nicht schlimm. Erst als wir vorbei waren, habe ich diese Falle ausgelöst. So, da ist einer mit Bomben. Tschumba. Du bist auch erledigt. Und da geht es gleich schon hoch in diesen Garten. So. Ach, hier ist ja noch einer. Stimmt. Boom. Boom. So, Geld haben wir wirklich einiges jetzt, ne? Und deswegen nehme ich es nicht mit. Nee, das war eben keine Absicht. Oh Mann, das war doch ein ziemlich weiter Weg dahin. Au! Ich brauche meine Energien für da oben. Oh, dieses Goldene. Egal, es ist jetzt weg. So, okay, da kommen leider gleich diese komischen Flugwesen. Ich hasse fliegendes Zeugs, ey. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Vielleicht sollte ich die einfach versuchen zu ignorieren. Okay. Ja, ich hau lieber ab, ich hau lieber ab. Oh. Und nehme eins. Oh Gott, eine Blume. Okay. Aha. Aha. Okay, das ist erledigt. Ich weiß nicht, ob das schlimm ist, wenn... Nein, da kommen schon wieder Flugwesen. Sterbt. Oh, okay. Das hat ganz gut geklappt. Okay, wo gehen wir zuerst lang? Das ist wie immer die Frage. Ich gehe mal links. Gucken wir mal, was da so ist. Aha. Ah, oh, ach so, ein riesiger Steinblock. Okay, ich glaube, da kommen wir nicht durch. Oh nein. Jetzt sind die ja wieder da. Die Riesenblume auch. Jump, 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 jump. Boah, wir mussten also 4 Kombos machen. Krass. Oh nee. Kann ich nicht einfach von hier aus... Ich glaube, das geht, oder? Okay, ich mache das mal so weiter, weil ich weiß uns nicht, wie wir da rüberkommen sollen. Ja, die ist halt widerstandsfähig. Oh, okay. Super. Okay, jetzt hier hoch. Gibt dieser Boden nach oder so? Ah! Sterbt alle! Ah, das ist Leben. Du hast ein Lebensfragment gefunden. Deine HP wurden erhöht. Okay, das ist nice. Also gibt es hier sonst nichts zu holen? Ach so, es gab ja noch diesen Stein. Ja, aber den kriege ich nicht weg. Ich weiß nicht, ob wir da vielleicht später irgendwas erhalten, mit dem das dann möglich ist. Wahrscheinlich. Huch, ah, Moment. Was ist das? Ach so, von hier kommen wir. Ja, gut, dann gehen wir, ne? Würde ich sagen. Au! Lasst mich bloß in Ruhe. Ich habe es jetzt fast geschafft hier, ja? Ich will jetzt auch lebendig wieder hier wegkommen. So. Boom, boom, boom. Jetzt müssen wir den Weg zurück. Aber wohin jetzt? Ah, nee, nee, nee. Momentchen. Ach nee, da ist ja nichts. Das war ja das Problem. Hui! Lasst mich in Frieden! Ha! Einmal so vorbeilaufen.
Duft. Okay, aber wie laufen wir denn jetzt? Ach so, ja, rechts durch. Genau, jetzt müssen wir ja doch wieder nach oben. Alle Wege führen nach Rom, ich sag's ja. Aber ich find's gut, dass wir uns das noch geholt haben, weil HP kann man hier immer gebrauchen. Wir werden am Ende froh sein, dass wir uns das geholt haben. So, ja, jetzt haben wir nur eine ziemlich lange Kletterpartie vor uns. Ja, dann erzählt doch mal einen Schwung aus eurem Leben. Ich kann ja mal sagen, wie ich das Spiel bisher finde. Ich find's geil. Es macht mir sehr, sehr, sehr viel Spaß. Und ich finde auch einfach so Spiele geil, wo man diese vielen Wege hat. Man weiß nicht, was einen dort erwarten wird. Man weiß nicht, ist es jetzt richtig, dass ich erst dort entlang gehe oder hätte ich eigentlich da entlang gehen müssen? Ich liebe es. Das ist echt cool. Und ja, der Schwierigkeitsgrad ist ein bisschen schwieriger, aber das ist ja auch einfach bei diesen Spielen so, dass man gerade Bosse dann mehrfach ausprobieren muss oder Stellen sind, die halt wirklich schwierig sind. War das hier jetzt? Okay, das ist verschlossen. Ja, Stellen, wo man dann nicht weiß halt, ne? Das gehört halt dazu. So, jetzt muss ich aber mal kurz denken. Aber da hinten haben wir auch noch einen Weg, der nach unten führt. Da es so nah ist, probiere ich einmal kurz, was es hier oben damit auf sich hat. Oh, nein, lass mich weg. Jetzt bin ich verflucht, du Doofi. Mal gucken, weil hier oben war auf jeden Fall doch eine Tür gewesen, meine ich. Gucken wir mal kurz, ob wir mit dem Klosterschlüssel die Tür öffnen können. Ja. Fum. So. Ja, tatsächlich ist es für diese Tür. Okay. Okay, jetzt warte ich mal kurz. Denn ich habe Angst. Okay, verstehe. Oh! Au! Du bist so doof. Ich weiß nicht, ob wir warten sollten. Ich renn mal durch. Ja! Aber wieso sind hier Gegner? Das ist so ungewöhnlich in der Nähe einer Glocke, ne? Das ist wirklich strange. So, wo sind wir denn jetzt? Okay, hier hinten. Oh, oh, das sieht nicht gut aus. Die Königin hat den Glauben dieses Königreichs zerstört. Diese Abtei, unsere Behausung, ist alles, was denen, die beten, geblieben ist. Maid in Weiß, du bist keine von uns. Vielleicht bist du auf der Seite der Königin? Schau dir an, was sie diesem Königreich angetan hat. Oh oh. Es ist meine Pflicht, dieses Böse auszurotten. Nein, die Ordensschwester Fenel. Wow, wow, sie ist sauer. Oh, und sie ist cool. Ah! Okay, sie greift zweimal an. Dann geht sie nach hinten weg. Dann hätte ich die Chance, wow, sie anzugreifen, theoretisch. Au! Nein! Kannst du mich mal heilen lassen? Nein! Was tut sie denn da? Jetzt geht sie nach hinten. Theoretisch Chance anzugreifen, aber ich vermassel gerade alles. Kann ich jetzt mal endverflucht sein? Bitte. Okay, das war's. Das war krass. Okay, wir sind jetzt hier. Ich würde fast mal sagen, wir gehen einmal erstmal hier unten lang. Und gucken, was da so ist. Oh, hier ist auf jeden Fall ein Geheimnis. Es hat eben vibriert. Du hast einen Elfenbeinkäfer gefunden. Schön. Ich weiß noch nicht, was es ist, aber... Okay, wir kommen hier nicht weiter. Ja, weil wir nicht klein genug sind. Wir sind einfach zu groß. Ach, Manno. So, du nervst. Du hast mich wieder verflucht. So. Gut. Gucken wir uns das nochmal an, würde ich sagen. Muss ich das mal schnell wegklicken hier? Kann man das komplett wegklicken? Ich glaube nicht, aber wenn ich also den rechten Knopf drücke, dann geht's immerhin... Okay. 1, 2 und rückwärts. Nein. Verdammt. Ja. Und rückwärts. 1, 2 und rückwärts. Okay. 1, 2, rückwärts. Ah, verdammt. Und rückwärts.
Oh, ich warte lieber. Okay. Jetzt macht sie rückwärts. Ja, das ist gut. Da hat sie hingemacht. Nein! Da habe ich mir nicht aufgepasst. Okay. Oh! Nee! Ah! Ich kann nichts einnehmen! Ich kann nichts einnehmen! Jetzt! Oh Mann! Ey, sie lässt mir keine Chance, mich zu heilen. Oh, ist das hart, ey. Das ist echt schwierig. Da werden wir auf jeden Fall ein paar Versuche für brauchen. So. Okay, also ich muss einfach den Überblick behalten. Das ist das Krasse. Wie bei, glaube ich, fast allen Kämpfen in diesem Spiel geht es einfach darum... Wow. Nee, nee, es geht nicht. Es geht nur einmal. Okay. Nein! Verflixt. Oh, ey, das gibt's doch einfach nicht. Die ist so krass. Die ist so krass. Nochmal. Vielleicht sollte ich halt doch auf Distanz bleiben. Aber das dauert dann ewig, ne? Wenn ich auf Distanz bleibe. Oh Gott. Nochmal. Was auch immer sie getan hat, es war fies. Sie hat mir damit wehgetan. Sie hat mir damit sehr, sehr wehgetan. Nochmal. Ich gebe nicht auf. Ich gebe nicht auf. Nicht sterben. Nein, 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 nein. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Oh mein Gott. Oh, wir haben es geschafft. Warum? Mein Gott. Oh, nach 30 Versuchen ungefähr. Oder vielleicht auch 35. Vielleicht auch 40. Du hast ein Wappenfragment gefunden. Seine Essenz verleiht dir eine neue Bogenaufladestufe. Nice so. Okay, da geht's nicht weiter. Zeig mal. Aha. Okay, es dauert nur eine halbe Ewigkeit. Ich weiß nicht, ob das so super ist. Wow, wow. Ey, lass mich jetzt bloß in Ruhe. Oh, wir haben gespeichert. Okay, jetzt brauche ich aber auch eine Pause, meine Lieben. Sieht zwar nicht so aus, aber ich habe so... bestimmt eine Stunde aufgenommen, weil ich so oft versucht habe, diesen Endgegner. Aber ich habe es bestimmt ein bisschen zusammengeschnitten, weil es ist vielleicht ein bisschen interessant, den Prozess des Erlernens zu sehen, aber so viel war da auch nicht zu sehen. Also von daher ist es besser, wenn ich da ein bisschen rausschneide. Wisset einfach, dass ich ungefähr 35 Versuche gebraucht habe, aber wir haben es geschafft. Und deswegen bin ich jetzt sehr zufrieden und wir sehen uns in der nächsten Folge von Momodora wieder. Also bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.